Am Freitag ist es wieder soweit. Die internationale Grüne Woche öffnet ihre Pforten für über 400.000 Gäste dieses Jahr. Wenn ich an die Grüne Woche denke, dann denke ich im Wesentlichen an zwei Dinge. Einmal an eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft und einmal an eine starke Ernährungswirtschaft. Und ich denke, dafür steht die Grüne Woche. Als ich damals noch zur Schule ging, ist inzwischen schon über 20 Jahre her, da haben meine Lehrer mir gesagt, Mensch, Albert, glaub ja nicht, dass die deutsche Landwirtschaft irgendwann international wettbewerbsfähig sein wird. Und wenn wir uns heute die Situation anschauen, die deutsche Landwirtschaft ist eine der wettbewerbsfähigsten Landwirtschaften insgesamt international. Und wir haben eben auch die besten, die allerhöchsten Standards bei den Lebensmitteln. Und genau das bringen wir bei der Grünen Woche rüber. Daher ist es ein ganz tolles Format. Alle, die noch unentschlossen sind, was sie ab Freitag tun sollen, kommt nach Berlin. Die Grüne Woche ist immer ein Besuch wert. Guckt euch an, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat, was für tolle Produkte wir international vertreiben. Und freue mich, dass ich den einen oder anderen dann in Berlin noch treffen werde und wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank.